Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Liada, ich grüße dich. Deine Frage ist, was möchte er dir sagen, was will er dir vermitteln? Seine jetzige momentane Situation zeigt dieses Bild. Er hat Mut, er hat Kraft und mit diesem Kraft möchte er etwas in Bewegung setzen. Er will auch entgegenkommen und auch Anerkennung und Sieg bekommen. Aber die Vergangenheit bremst ihn. Dieses Bild hat auch mit Vergangenheit auch was zu tun und es wirkt nicht unterstützend, sondern da entstehen noch seine Hindernisse oder seine Blockaden. Und er braucht jetzt sehr viel Kraft, darüber stehen und sein Vorhaben auch durchführen, und das hat er auch vor. Worüber macht er Gedanken? Dieser Bild zeigt, er fühlt sich niedergeschlagen. Diese Bilder haben eine symbolische Bedeutung und das zeigt seine Haltung. Mindestmal so in die Richtung denkt er. Es ist alles zu viel, er hat das Gefühl, es geht nichts voran oder kommen Einflüsse von außen und das trifft ihm und kränkt ihm auch regelrecht. Seinen Gefühlen zeigt dieses Bild. Sein Gefühl sagt, es hängt alles in Luft, es ist alles in die Schwebe. Er verliert gerade den sicheren Boden unter seinen Füßen. Was verbindet euch? Das zeigt dieser König. Und dieser König herrscht über den Feuerelement. Und die Feuerelement symbolisiert Kraft und Mut und Bewegung und Begeisterung und Herzenswärme und Leidenschaft. Er ist begeistert davon, dass du in die Nähe bist, dass ihr kontaktiert. Ich würde sogar sagen, du magst von diesem Mann, wo so niedergeschlagen fühlt und verliert den Boden unter seinen Füßen und die Vergangenheit blockiert ihn, du magst ihn als Mann wie ein stolzer König. Was will er dir sagen? Das ist genau das, was die Hohepriesterin auch sagt. Entweder bedeutet, dass er in die Meinung vertritt, dass eure Liebe, eure Begegnung in diesem geheimnisvollen Buch geschrieben ist. Dieses Buch ist das Buch der Schicksal und das existiert im Himmel, also das eine göttliche Fügung ist. Was er noch sagen will, das ist diese hohe Spiritualität und so betrachtet dich auch. Intuitiv würde ich sagen, beides will er vermitteln. Er vertraut auf dem Göttlichen, er ist überzeugt davon, dass es kein Zufall ist, dass ihr euch begegnet habt und er sieht an dir die Spiritualität, auch diese Weisheit. Sein Herzensbotschaft ist die Liebe, eindeutig, und das heißt, dieser Mann ist an dir verliebt. Was liebt er am meisten an dir? Dass du eine Königin bist, eine Königin über die Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle, symbolisiert deine Intuition
und deine Kreativität. Er bewundert deine Kunst. Und hier kommt Feuer und Wasser im Einklang. Er zeigt sich hier sehr leidenschaftlich und du feinfühlig. Beides ist eine wunderbare Mischung und das führt dazu, dass das zum Liebe-Partnerschaft sein wird. Und genau das ist seine Herzensbotschaft. Ich befrage jetzt mein Pendel. Liebt dieser Mann dich? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet, er ist verliebt an dich. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, das ist eine Illusion, er liebt dich nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, heißt vielleicht. Oder wir sollen diese Frage momentan noch nicht stellen. Frage ist, ist er verliebt an dich? Die Antwort ist ein klares Ja. Liebe Liada, das war diese Herzensbotschaft. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.